Wahlkonfrontation 2008. Wilhelm Molterer, ÖVP, gegen Heinz-Christian Strache, FPÖ. Mit Ingrid Thornherr. Guten Abend wieder aus dem Konfrontationenstudio mit einer neuen Paarung im Wahlkampf 08. Heute am Tisch zwei Parteichefs, die den Umfragen nach die Möglichkeit hätten, eine Regierungskoalition zu schließen. Aber wollen sie das auch? Im Wahlkampf rittern sie jedenfalls ganz offenbar um den Titel der härteren Law-and-Order-Politik. Aber in welchen Sachthemen passen sie sonst noch zusammen und wo können sie nichts miteinander anfangen? Wir werden es gleich sehen. Ich begrüße bei mir ÖVP-Chef Wilhelm Molterer. Guten Abend. Grüß Gott, Frau Thürner. Und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Herzliches Grüß Gott. Ihnen beiden wieder sehr herzlichen Dank fürs Kommen und für die Diskussionsbereitschaft. Herr Strache, Sie lassen sich ja neuerdings sehr gern mit so einer Kappe mit dem Stern vorn drauf und einem T-Shirt von Che Guevara abbilden und tun ihren Namen auch so ein bisschen auf Strache verunstalten oder umgestalten, wie man das jetzt auch immer nennen will. Jetzt war Che Guevara ein Befürworter des Marxismus-Leninismus und gilt heute auch als Idol, als Märtyrer vieler linker Gruppen und Bewegungen. Jetzt frage ich mich, wie passt denn das bitte zu Ihrem Selbstbild als Chef einer rechten Partei? Als Antipode, Frau Thürner, denn wir haben ja auch ein Lied herausgebracht, das auch den Titel trägt. Ja, das sehen Sie. Adios Che, viva HC. Che Guevara war Kommunist, wie Sie wissen, er war auch Verbrecher, hat auch Morde zu verantworten gehabt. Trotzdem setzen Sie sich sein Kappa drauf. Nein, ich bin das, die Gegenpode, ich bin die Antipode, ich bin Antikommunist, ich bin ein Sozialrebell, der soziale Verantwortung und auch ein Gewissen sicherstellen will, abseits solcher linken, verrückten Ideologien. Ich bin jemand, der hier ganz bewusst, und ich setze nicht sein Kappa drauf, sondern wir haben hier ganz bewusst den Kontrapunkt gesetzt. Schöne Fotos von Ihnen auf der Homepage, wo Sie mit dem Kappa sind. Ich glaube, die Jugend fühlt sich dabei durchaus sehr positiv angesprochen, denn genau das ist es ja. Wir erleben ja heute das Problem, dass das soziale Gewissen in dem Land fehlt. Und das ist eines der Grundprobleme, dass wir erleben müssen, dass soziale Verantwortung nicht gelebt wird. Und das soll auch damit zum Ausdruck gebracht werden. Also aber empfehlenswert, die Fotos zu sehen auf Ihrer Homepage jedenfalls. Herr Molterer, welche historische Figur oder gibt es irgendeinen Revolutionär oder was Ähnliches, den Sie gerne als Vorbild nehmen oder dessen Kapperl Sie gerne aufsetzen würden? Sie brauchen niemanden mit Kapperl. Ich habe eine Persönlichkeit, die mich fasziniert, wirklich fasziniert hat und immer noch fasziniert. Das ist John F. Kennedy. Diese Kraft, Demokrat. Diese Kraft, Demokrat klarerweise, natürlich ein absoluter Antikommunist und ein Gegner auch dieser Gruppe rund um Fidel Castro und Che Guevara. Ich meine, die Menschen müssen ja wissen, was dahinter steckt, da sind ja Leute ermordet worden. JFK hat dagegen gehalten. Der hat gesagt, ich will, dass mein Land stark, ich bin Optimist, ich will die jungen Menschen, ich will die jungen Menschen mit mir nehmen. Und er hat einen Satz gesagt, der mich ganz besonders immer geprägt hat. Der hat gesagt, frag dich, was du für dein Land tun kannst und dann frag, was dein Land für dich tut. Und das ist eine wirklich tolle Einstellung. Das will ich auch, dass Österreich dieses Selbstbewusstsein, diesen Optimismus hat. Und John F. Kennedy ist wirklich diese Persönlichkeit, die das gelebt hat, sehr persönlich gelebt hat. Herr Molterer, wer ist denn für Sie eigentlich ein Österreicher? Ein Österreicher ist der, der in Österreich geboren ist und der nach Österreich gekommen ist und die Staatsbürgerschaft hat. Das ist klar. Das sind die Menschen, die in Österreich legal da sind und die Staatsbürgerschaft haben. Das sind die Österreicherinnen und Österreicher. Da gibt es tolle Menschen, die zu uns gekommen sind, auf die wir stolz sind. Und wir sollten auch diese Offenheit haben, wer in Österreich leben will, wer die deutsche Sprache kann, wer einen Arbeitsplatz hat, wer die österreichische Rechts- und Werteordnung akzeptiert, der ist bei uns gut beheimatet. Wer das nicht tut, der wird natürlich ganz konsequent auch damit rechnen müssen, dass er hier keinen Platz hat. Also wer in Österreich geboren ist, haben Sie gesagt, und wer eine Staatsbürgerschaft hat. Ja, selbstverständlich. Sehen Sie das auch so? Ja, selbstverständlich gibt es historisch ansässige Österreicher und es gibt auch Zugewanderte, die dann infolge durch eine gute Integration und durch fleißige Arbeit, indem sie Steuern auch gezahlt haben und einen positiven Integrationsprozess abgeschlossen haben, dann auch zu Staatsbürgern werden und damit auch zu gleichberechtigten Bürgern in unserer Gesellschaft auch werden sollen. Es gibt aber leider Gottes Defizite, die ich ja auch gerade der ÖVP vorwerfe, wenn es darum geht, dass in den letzten Jahren eine Massenzuwanderung stattgefunden hat, ja Jahrzehnten, wo wir teilweise bis zu 50.000 Nettozuwanderer pro Jahr nach Österreich erleben mussten und dann nur 5.000 in den Arbeitsprozess, laut Presse, eine Zeitung, die Sie sicher kennen werden, auch bestätigt haben. Nur 5.000 in den Arbeitsprozess übergehen. Das handelt sich
Und ein Einwanderungsvolumen pro Jahr in der Größenordnung der Einwohnerzahl von St. Pölten, wo nur 5.000 ja, von 50.000 Menschen in den Arbeitsprozess gehen und der Rest nicht. Also, und dann erleben wir dadurch natürlich auch Defizite, die die ÖVP mit zu verantworten hat. Aber eines würde mich noch interessieren bei Ihnen. Sie haben gerade gesagt, es gibt sozusagen hier Zugewanderte und Ursprungsösterreicher. Sie schreiben aber auch in Ihrem Grundsatzpapier, dass Sie wollen, dass Neo-Österreicher, also die zugewandert sind, dann die Staatsbürgerschaft bekommen haben, dass die den österreichischen Pass wieder verlieren sollen, wenn sie kriminell werden. Das heißt, für sie gibt es eigentlich immer zwei Klassen von Österreichern. Solche, die hier geboren sind und andere. Oder wie wollen Sie das unterscheiden? Nein, ausdrücklich nicht. Nur was wir daraus leider in den letzten Jahren erleben mussten, ist, dass die Staatsbürgerschaft, ein hohes Gut unseres Staates, als Geschenkartikel verkommen ist. Das heißt, wir haben erleben müssen, dass in manchen Ländern, und das ist ja Landesangelegenheit, in Wien zum Beispiel, ist das die absolute SPÖ-Mehrheit, die teilweise Staatsbürgerschaften als Geschenkartikel nach 3, 4, 5 Jahren schon verschenkt, ohne dass Integration stattgefunden hat. Und dann werden Menschen kriminell. Und da bin ich durchaus der Meinung, dass man bei solchen vorgezogenen Verleihungen, ja, die eigentlich heute schon zur Regel teilweise der Fall und gemacht werden in der in der Verleihungsautomatik der SPÖ in Wien und in anderen Bundesländern leider Gottes auch, dass man hier sagt, wenn dann so einer kriminell wird, dann soll man auch die Staatsbürgerschaft entziehen können. Wir haben ja ein Gesetz, das besagt, nach 10 Jahren hat man die Möglichkeit, normalerweise erst einen Antrag zu stellen und dann gibt es Ausnahmeregelungen. Und in Wien ist es leider so, dass die Ausnahmen zur Regel geworden sind. Und das kann man einfach so nicht durchgehen lassen, weil wir erleben müssen, dass viele Menschen die Staatsbürgerschaft erhalten, obwohl sie kein Wort Deutsch können, nicht integriert sind und auch nicht einen regelmäßigen Arbeitsplatz vorweisen können. Und da fehlt einem dann das Verständnis. Herr Molterer, finden Sie, dass die Staatsbürgerschaft zu leichtfertig hergegeben wird? Die Staatsbürgerschaft ist eines, wenn nicht das höchste Gut, das Österreich vergeben kann. Das ist ja immerhin, es wollen Menschen bei uns Heimat finden. Da geht man nicht sorglos um, sondern sehr sorgfältig. Daher haben wir auch in den letzten Jahren die Spielregeln klargestellt. Und das wirkt. Das wirkt. Das ist auch notwendig. Wir haben etwa beispielsweise im Vergleich zum Jahr 2005, und Sie wissen das ja ganz genau, Sie sagen es nur nie, wir haben beispielsweise 50% weniger Asylwerber. Wir haben beispielsweise 60% weniger Zuwanderung. Und auch bei der Staatsbürgerschaft, ich habe mir das genau angesehen, ist die Zahl halbiert. Und ich habe hier eine sehr klare Position, die lautet, wer nach Österreich kommen will, der muss drei Bedingungen erfüllen, und zwar ganz konsequent. Die deutsche Sprache können, weil das ist Voraussetzung dafür, in Österreich auch integriert Warum zu sein. Warum haben Sie das in den letzten Jahrzehnten nicht durchgesetzt? Zweiter Punkt, es muss jemand in Österreich Arbeit haben. Und dritter Punkt, die österreichische Rechts- und Werteordnung akzeptieren. Diese klaren Spielregeln braucht Österreich, und die haben wir. Wenn es hier Vorschläge gibt, dass wir noch etwas verbessern sollten, ich denke, wir haben heute zum Beispiel von einem Fall gehört, wo ich sage, ja, da müssen die Gesetze noch klarer werden. Wenn jemand beispielsweise als Asylwerber straffällig wird, dann braucht es noch klarere Handhaben, damit wir dann auch sagen können, bis hierher und nicht weiter. Aber was ich ablehne, Herr Strache, das ist sehr klar. Aber der Unterschied ist, es ist kein klarer Unterschied. Bei mir gilt der Rechtsstaat und bei mir gilt das menschliche Maß. Ich sage Ihnen auch eine sehr klare Unterscheidung. Sie haben einmal gemeint, Sie wollen zwei verschiedene Krankensysteme, Kassensysteme für die Österreicher und für die Nicht-Österreicher. Jetzt habe ich mir vorgestellt, da fällt ein Österreicher von der Leiter, tut sich weh, und ein Nicht-Österreicher. Wollen Sie den Nicht-Österreicher liegen lassen? Nein. Ich sage Ihnen sehr klar, da wissen Sie ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Spielregeln müssen eingehalten werden, aber wer in Österreich sich legal aufhält, der hat auch natürlich Rechte. Ich meine, denken Sie nur die vielen tollen Menschen, die nach Österreich gekommen sind und Österreich bereichert haben. Aber was wir nie sein werden und nie sein können, wir können einfach kein unbegrenzt offenes Zuwanderungsland sein. Aber das haben Sie erlebt die letzten Jahrzehnte, Herr Molterer. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ja genau die Problematik, Herr Molterer. Und da muss man schon einhaken. Sie haben die letzten Jahre Verantwortung gehabt, in führender Position als Vizekanzler, die ÖVP seit 22 Jahren in einer Regierung durchgehend und tun heute so, als hätten Sie das alles umgesetzt, was Sie gesagt haben. Das vermissen ja wir. Deshalb kritisieren wir ja auch diese Bundesregierung, weil man nicht darauf geachtet hat, wer kommt zu uns, hat er eine Ausbildung, findet er einen Arbeitsplatz oder liegt er unserem Sozialsystem auf der Tasche oder wird er gar kriminell. Wir haben bitte alleine im Jahr 2006 in der Statistik über 14.000 straffällig gewordene Asylwerber in Österreich. Also, und die werden dann nicht abgeschoben. Wir haben 6.000 schwarze Schafe.